An Angst stirbt man nicht. Aber. Ja, liebe Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Resident Evil 1 HD Remaster. Und genau, liebe Leute, wir waren beim letzten Mal hier. Ich muss mal gerade, genau, jetzt zielen wir. Wir waren beim letzten Mal hier im Herrenhaus unterwegs. Und ich glaube. Ja, wir waren die Türen. Moment, da geht's hoch. Okay. Ich glaube, wir waren die Türen von dem Schwertschlüssel am Durchgucken, ne? Moment, wenn wir mal ins... Genau, vom Schwertschlüssel. Eine Sache möchte ich noch kurz hier erledigen. Und zwar... Na, komm schon, ich drück doch F. Hallo? Hä? Drückst du... Machst du jetzt mal die Kiste auf, Mensch? Irgendwas hat sich hier gerade verstellt. Ah, nee, doch nicht. Okay, ich stand einfach nicht davor. Und, genau. Und da bin ich jetzt mal gespannt. Wir haben einiges an Heilung. Und eigentlich würde ich... Ja, ich weiß nicht. Ich warte halt noch auf ein rotes Kraut, ne? Genau. Wir können ja aber noch... Ach so, nee, wir sind ja hier in dem Safe-Raum. Okay. Nee, tatsächlich nicht. Genau. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt noch, weil ich habe das schon wieder eine Woche nicht gespielt hier. Ja, der lebt aber nicht mehr, okay. So, wo wollte ich denn jetzt hier weitermachen? Also da oben, da scheint ja noch eine Tür zu sein. Na, wenn wir jetzt mal hier hochgehen. Wieder mit dem geilen Treppensound hier. Ah, herrlich. Und eigentlich... Ach so. Wie kommt man denn da? Ach, okay, nee, dann ist klar. Ich glaube aber, das war... Ja, hier sind wir richtig. Ich bin gerade überlegen, wo wir weitermachen können. Ich glaube aber Richtung Haupthalle. Dass wir jetzt den Kristalleimer aufnehmen, der da hinten lag. Und dann einfach mal weitermachen. Genau. Und ja, jetzt wieder neue Aufnahmesession, sonntagsabends wie immer. Zombie. Der Zombie, der ist da hinten, ne? Ja, den können wir abhauen. So. Und ja, dann hier. Genau. So geht das auch schon weiter hier. Und ja. Ich freue mich, dass du mir wieder hier eingeschaltet habt, natürlich, bei Resident Evil Zero. Ach, Zero sage ich schon. 1 HD Remaster. Erinnert mich ein bisschen an Zero wegen der Grafik. Deswegen sage ich öfter Zero. Aber es ist natürlich 1. Das uralte Erdhaus hier. Schön neu aufgemodelt. So, nehmen wir mal den Edelstein mit. Ich weiß ja genau. Oder sollen wir das Emblem mitnehmen? Wie war die Sache denn jetzt nochmal mit dem Emblem hier? Wartet mal. Diesen Edelstein, den können wir auf jeden Fall mitnehmen. Blauer Edelstein. Jetzt sind wir wieder voll, ne? Und dieses Emblem hier. Wir brauchen ein Gold-Emblem, das weiß ich noch. Da unten können wir nicht hin. Nee. Wo geht es denn jetzt hier weiter? Eine Tabox-Schreibmaschine. Ah, da oben rechts. Da ganz oben, ne? Aber das ist, auf der anderen Seite. Na gut, da bin ich hier falsch, aber ich habe jetzt zumindest schon mal den Edelstein mitgenommen. Für unseren schönen Tiger, den wir irgendwann mal finden. Und, genau, dieser Tigerkopf, ne? Ihr werdet euch erinnern, falls ihr Zero und Resident Evil 1, das Original bei mir gesehen habt, da gibt es so einen Tigerkopf. Ne? Und da müssen wir dann irgendwann das, den Edelstein reinstecken. Einfügen, nicht reinstecken. Das hört sich ein bisschen falsch an. Ist okay. Und ja, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid. Resident Evil 1. Und so, jetzt bin ich, jetzt hoffe ich, bin ich mal gespannt. Kommt jetzt hier was rausgesprungen? Nee, kommt keiner, kommt nichts rausgesprungen. Okay. Wunderbar. Sehr gut. Aber ich glaube, dass wenn wir hier irgendwas machen, also irgendwas storymäßig machen, dann
Na, hier kommen wir doch jetzt wieder. Hier kommen wir doch direkt, genau. Aber da waren ja die vielen Kräuter. Und hier war doch der... Was war denn hier nochmal? War hier nicht der Schrotflintenraum? Was war denn hier nochmal? Hier ist auf jeden Fall noch was. Ah! Na toll. Hier ist noch ein kleiner Schlüssel drin. Hoppala. Nicht vergessen. Auf keinen Fall vergessen. Wir sind aber in der Nähe vom Speicherraum. Deswegen können wir da auch wieder Zeug anlegen. Ach, Chris ist so nervig mit seinem... MIDI-Inventar. Also echt mal. Chris mit seinem MIDI-Inventar hier. Geht gar nicht. Geht einfach gar nicht. So. Aber wie gesagt, alles halb so wild. Wir sind in der Nähe von einer Kiste. Ich würde sagen, da mache ich mich jetzt auch mal... Da werde ich mich jetzt auch mal noch heftiger entschlacken. Weil ich meine, wir haben ja da auf der rechten Seite jede Menge Kräuter. Und da werde ich jetzt alles erstmal ablegen, außer meine Waffe. Tatsächlich. So, und das hier können wir auffüllen. Die Hälfte des Kerosins da. So. Aber ihr könnt es das bereits voll. Okay. Dann. Das können wir ablegen hier. Drei grüne Kräuter. Der kann weg. Das hier kann auch erstmal weg. Ich würde dann nämlich erstmal die Kräuter draußen abholen. Ja, wenn ich darf. Wenn dann nicht wieder die blöden Zombiehunde kommen und mich töten jetzt hier. Aber ich glaube, die... Vor denen kann man abhauen, glaube ich. Der Zyriff ist so aus, als würde er gleich auseinanderfallen. Ich weiß halt nicht, wie oft man hier durchgehen kann, ne, bis der Türke noch auseinanderfällt. Das haben sie natürlich jetzt wieder gut gemacht, ne, dass man nicht immer hin und her läuft wegen den Kräutern. Aber einmal muss es sein. Einmal muss ich hin und her laufen, tatsächlich. So, und ist man direkt richtig laufen hier? Ach, die coolen Bodensounds hier, ich mag die. Ich mag die einfach. So, jetzt nicht wieder töten lassen von denen, ja? Oder was machen die, wenn ich hier ganz normal hergehe? Ihr macht nichts, ne? Ihr macht nichts, ja. Sehr gut. Was ist das hier? Oh, das ist nichts. Okay. Okay. Oh Gott. Ah, nein. Nein, 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 nein. Ah. Verdammt. Oh Gott. Ah, okay, alles klar. So kriegt man die hin. Alles klar. Boah, ich bin nervös bei den Dingern. Sind im gelben Zustand. Okay. Nimm das Grüne. So, dann können wir uns genau die zwei Heilungen machen. wie sich das anhört, wie die da herlaufen, ne? So. Ach, hier ist noch ein Kanister. Rotes Kraut. Dann nimm bitte die andere Heilung noch mit. Genau. Und dann können wir die hier wieder zusammenmischen, wie wir es aus jedem Resident Evil kennen. Genau. Gemischte Kräuter, Rot und Grün heißt Vollheilung. Wunderbar. Ist es noch Kerosin da? Gut zu wissen. Deswegen ist es auch noch rot hier, alles klar. Aber was ist das denn hier? Konnte man das nicht mitnehmen? Ich meine, ich bin noch auf der Suche nach einer vermissten Chemikalie. Ich wusste es doch. Nach einer vermissten Chemikalie hier. So. Ist aber... Ah, das ist ja gemein. Das Kerosin, da zeigen sie nicht rot an, wenn man es nicht nimmt. Das ist natürlich gemein. Da muss man sich das natürlich im Kopf behalten, ne? Ah, das ist tricky. Aber, okay, alles gut. Kriegen wir hin. So, dann werde ich jetzt erstmal eine Heilung wieder ablegen. Moment, sollen wir vielleicht erst den kleinen Schlüssel holen? Komm, hol erstmal den kleinen Schlüssel, Chris. Ich glaube, ich weiß sogar, wo wir den brauchen. Es war an irgendeinem Schreibtisch, war das. So, gut.
dann, Chris, bitte einmal hier zurück. War doch hier. Ja, genau. Genau diese Tür hier vorne. So. Dann nehmen wir uns den kleinen Schlüssel mit. Und dann holen wir uns irgendwo Munition, denke ich. Dass das für Munition ist. Alter Schlüssel. Jawohl, dankeschön. So. Gut, dann haben wir die Items eingesammelt, die wir noch übersehen hatten. Und da muss ich jetzt echt mal überlegen, wo war denn jetzt die letzte Schwerttür? Mit dem Schwertschlüssel. Jetzt bin ich hier wieder total verwirrt wegen dem... Danke. Wegen der Kamerasicht. So, dann einmal hier durch. Und jetzt kann die Tür meinetwegen kaputt gehen. Da können wir ja oben rum. Ist ja nicht so wild. Okay. Ich suche noch die letzte Schwerttür für den nochmal. Aber wir haben die Items eingesammelt. Das ist auch wichtig. So, ein grünes Kraut werde ich gleich schlucken. Das hier kann drinne bleiben. Das kann raus. Ich weiß nicht genau, wo wir den brauchen. Und die Chemikalie kann raus. So, dann schlucken wir das Grüne. Sind wir wieder gesund. Und was können wir denn noch mit... Ah, vielleicht müssen wir das jetzt mit der Hundepfeife machen. Ne? Treibstoffkanister. Können wir mitnehmen. Den Schwertschlüssel auf jeden Fall mitnehmen. Und dann sind wir eigentlich auch schon wieder fast voll, ne? Ich würde es gerne abspeichern, aber ist okay. Ich speichere am Ende der Folge. Ich bin mal mutig. Weil nicht, dass ich das wieder nachspielen muss hier. So, wo ist denn jetzt der letzte Schwertschlüssel? Die zeigen uns das ja auch nicht an, ne? Ah, doch, da hinten. Aber nee, das ist... Wartet mal. Einfach probieren. Tür ist verschlossen. Hier ist ein Rüstungssymbol. Okay. Einfach probieren. Ich meine, probieren geht über studieren. Irgendeine muss es ja sein. Ne? Und so groß ist das Herrenhaus ja zum Glück nicht. Von daher... Die ist auch verschlossen, ein Rüstungssymbol. Ja, ich brauche unbedingt den Rüstungsschlüssel, ne? Verschlossen, ein Rüstungsschlüssel. Ach, Leute. Okay, hier sind alle zu. Wenn hier alle zu sind... Ist das vielleicht da auf der anderen Seite? Aber das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Aber ich werde dann da mal gucken. Tatsächlich. Und ja, also diese Folge scheint eine Lauffolge zu werden. Wir suchen halt die letzte Tür für den Schwertschlüssel. Oder wir müssen jetzt tatsächlich die Sache mit der Hundepfeife machen. Das kann ja auch sein. So, kann man hier... Da können wir gucken, genau. Okay. Jetzt hier rechts. Genau hier die. Verschlossen. Ah, okay. Wenn die andere jetzt aufgeht, dann weiß ich, was wir machen müssen. Ich glaube, dann kommt da tatsächlich jetzt das mit der Hundepfeife. Ne? Geht die auf? Nicht die, sondern die da dahinter. Auf der linken Seite. Hier, die geht hier auf? Nö. Toll. Ich hab den abgelegt, verdammt. Ist hier nicht in der Nähe? Doch. Es ist verdammt in der Nähe. Okay. Diese Tür gab's im Original, glaube ich, aber auch noch nicht. Ich glaube, wir müssen jetzt, ja, kleinen Schlüssel abholen. Was ein Gelaufe hier, ne? Wobei, sollen wir versuchen, den einen Zombie zu verbrennen? Nicht, dass er irgendwann aufsteht, ne? So, wo war denn der? Der ist da. Der alte Schlüssel. Sollen wir den mal versuchen zu verbrennen? Ich glaube, das machen wir, Freunde.
Das machen wir einmal, damit hier wenigstens ein bisschen Action ist. Er ist anscheinend schon ein paar Stunden tot. Ja, dann verbrennen ihn. So, dankeschön. Nicht, dass der irgendwann aufsteht. Da brennt er. Ha, sehr gut. Hier sind Holzkisten. Sie sind voller Blutflecken. Okay. Ja, wie gesagt, rein vorsorglich, ne? Nicht, dass der aufsteht. Da habe ich keine Lust drauf. So, dann machen wir doch mal die Tür da auf. Dann war der kleine Schlüssel doch nicht für einen Schrank, okay. Ich habe sogar den alten Schlüssel aufschließen. Ja. Alten Schlüssel verwendet. So, und wir können raus. Oh, was ist... Grüne Kräuter en masse, oder was? Ernsthaft? Hier wachsen grüne Kräuter. Sie reichen nur für wenige Anwendungen. Hä? Okay, wir haben eine Gratisheilung. Okay, wie geil. Boah, ich hab Angst hier. Ich hab hier echt Schiss. Hier auf dem Balkon, das ist nämlich komplett neu hier. Richtig eklig. Ich hoffe nicht, dass hier irgendwas... Was haben wir denn hier? Jetzt auf der Terrasse. Die Terrasse des Herrenhauses. Oh Gott. Die Wölfe im Hintergrund. Ist hier nichts? Ist hier nichts? Oder können wir hier diese Hundepfeife nutzen? Tür aufgeschlossen. Aber wozu? Wartet mal. Hä? Das verstehe ich gerade nicht, sorry. Hier ist einfach gar nichts. Wartet mal. Wir lesen nochmal dieses eine Dokument. Das einfach Buch der Verfluchung, zerknülltes Memo. War das das? Ah, tatsächlich. Etwas zu stecken, dass niemand das hier finden würde. Nun, ich hatte da eine Idee. Ich dachte mir, wenn ich den bissigen Hund, der hier wohnt, kann niemand herankommen. Weil ich weiß laut, der Hund immer auf dem Balkon der Westseite der Terrasse und er hört auf die Hundepfeife. Und jetzt kommen sie ins Spiel. Sie sind... Ohne zerfleischt zu werden. Nur sie können ihm das Halsband anlegen. Zweck, dass du das besser schicken haben willst, darin verborgen. Okay, wir müssen hier die Hundepfeife nutzen. Okay, krass. Alles klar. Jetzt weiß ich aber, was wir zu tun haben. Ich werde aber jetzt definitiv abspeichern, weil das Ding... Das ganze, den ganzen Kram hier möchte ich nicht nochmal machen. Weil das war jetzt schon einiges und es beunruhigt mich irgendwie, dass es da grüne Kräuter en masse gibt. So. Wir sind ja in der Nähe. Das ist ja nicht so weit, nicht weiter schlimm. Kennt man ja alles. Und wie gesagt, dann speichere ich erstmal ab. Klock, 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 klock. Und genau, dann hier und hier rein. Da bin ich mal gespannt, was der Hund für uns hat. Beziehungsweise, ob er überhaupt was für uns hat. Na komm schon. Warum machst du die Kiste nicht auf? Das verstehe ich jetzt nicht. Der macht manchmal die Kiste nicht auf. Das ist ein bisschen merkwürdig. So, erstmal abspeichern. Erstmal abspeichern. Ich will den Kram nicht nachspielen müssen. Die ganzen Item-Sammlerei. So. Fünfmal schon gespeichert, ey. Ist eigentlich zu viel. Aber wir sind halt in einem Let's Play. Na, da muss man öfter speichern, finde ich. So. Hundepfeife nicht vergessen. So, Hundepfeife. Und da müssen wir den kaputt machen, den Hund, oder müssen wir den am Leben lassen? Das ist jetzt die Frage. Wenn der denn überhaupt kommt, ne? Glock, 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 glock. Diese alten Holzböden, ey. Ich meine, in unserer Wohnung, die Böden hören sich auch so an, wenn man läuft. Ich finde das irgendwie cool. Ich weiß auch nicht, hat was. Wir wohnen halt auch im Altbau.
Und ja, gut. Dann probieren wir das mal. Hundepfeife verwenden. Sie haben die Hundepfeife geblasen. Okay. Ui, 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 ui. Okay. Okay, und ich balle einfach drauf. Oh, da kommt noch einer. Ui, da kommt noch einer. Zum Glück muss man da nicht nach unten zielen, wenn die kommen. Puh. Mehr Objekte können sie. Hä? Wieso haben wir die Hundepfeife doch? Das brauchen sie nicht. Wieso haben wir diese Hundepfeife noch, sagt mal. Kombiniert. Da müssen wir jetzt, Dann heil dich mal. Einmal kannst du, oder? Ja, komm, nimm einmal. Sie haben ihre Wunden versorgt. Ach, das ist so dumm, dass wir hier. Nochmal zurück. Verdammt. Diese Hundepfeife brauchen sie wahrscheinlich nicht mehr. Jo. Ja, jetzt lässt er so uns ablegen, ne? Das ist. Geil. So, dann können wir jetzt direkt wieder zurück und dieses Halsband mitnehmen. Mal gucken, was da für ein Item ist. Was ist da? Oh, ich dachte schon. Ja, danke, Halsband. So. Was hat es damit auf sich? Prüfen. Da ist ein Schalter. Oh, eine Münze war im Halsband verborgen. Ah, guckt mal. Ahaha, sie hat die Form eines Schlüssels angenommen. Oh, Schlüsselimitation. Aha. Schlüsselimitation. Ich weiß, wo wir das ablegen. Ich weiß, wo wir das benutzen müssen. Ja, ganz genau. Weil wir haben nämlich. Ihr erinnert euch doch bestimmt aus der ersten oder zweiten Folge. Da gab es doch eine Falle. Und ich glaube, das ist dafür da, diese Schlüsselimitation. Ah, oh, dann haben wir ja Fortschritt. Das ist ja wunderbar hier. Sehr schön. Sehr, sehr gut, Freunde. Das heißt, wir kommen weiter. Wir hängen nicht mehr. So. War das nicht. Nee, das war. War das hier. Nee, das war nicht hier durch. Sondern einfach hier hinten rein. Oh Gott! Wo kommt der denn jetzt her? Oh, scheiße. Natürlich, ich habe vergessen, den zu verbrennen, ich Idiot. Genau, hier war das doch, genau. Ihr seht ja diese Falle da, ne? Da müssen wir jetzt schnell klicken. Haben wir einen Itemplatz? Wir haben keinen Itemplatz. Ich mache erst den Zombie kaputt, weil dann haben wir. Ich weiß nicht, ob der genug Schüsse braucht. Das ist irgendwie gerade. Ja, dieser Itemplatz mit Chris, das nervt. Das ist richtig nervig. Ich hoffe, dass wir irgendwann mal eine Tasche kriegen oder so. Boah, ist der schnell! Was ist das denn für einer? Was ist das denn für ein Zombie? Alter! Errungenschaft freigeschaltet, rot gesehen. Was war das denn für ein Zombie? War das ein. Ach! Ah! Da rennt noch so einer rum, ne? Es lag daran, weil wir den nicht verbrannt haben, ist er jetzt zu einem sogenannten Crimson Head geworden, glaube ich. Und diese Zombies sind richtig krass. Ah! Ihr seht das, ne? Wow! Ihr seht das! Ja, schaut euch mal an, wie schnell der ist! Okay, der braucht mehr Schuss auch. Aua. Okay. Oh Gott, dann schon gelb, ne? Aber die sind auch gut zu erledigen. Ich weiß jetzt nicht, müssen wir den verbrennen? Ich probier's mal. Ja, den einen müssen wir verbrennen. Alles klar. Zwei Fliegen auf einen Streich. Ah ja, okay. Beide gleichzeitig verbrannt, also. Sind im gelben Bereich.
kombiniere damit. Ich müsste eigentlich jetzt nochmal zum Speicherraum zurück. Ja, der ist hier in der Nähe. Der ist in der Nähe. Ich glaube, dass der ist, dass das hier war. Dann gehen wir noch kurz zum Speicherraum. Holen uns, was zur... Ach so, ach, das war der Bereich. Das ist aber nicht der Speicherraum hier. Leider nicht. Oh, verdammt, wo war denn jetzt dieser blöde Speicherraum? Oh, na, ich muss wieder zurück. Die Krähen da oben, ne? Ich weiß ja immer noch nicht, wer das Fenster hier aufgemacht hat. Lass mich bloß in Ruhe. Lasst mich bloß in Ruhe. So. Danke. So. So. Da kommen wir doch jetzt... Wartet mal. Ja, doch. Hier durch. Hier durch. Und dann hier die Tür. Richtig. Hier die Tür. So. Dann machen wir jetzt noch als letzte Aktion hier. Wir brauchen nämlich noch einen Platz, um den Schlüssel aufzunehmen. Machen wir jetzt noch die Schlüsselgeschichte da oben und dann sind wir auch schon wieder am Folgenende angekommen. Meine Güte. Das geht echt schnell immer. Das ist schon wieder die erste von 5 Aufnahmefolgen diese Woche rum. So. So. Das brauchen wir gleich. Den Schlüssel müssen wir dann halt erstmal ablegen, ne? Wir kommen ja gleich eh nochmal hier rein. Nutzt das bitte. So, dann bist du wieder grün. Und dann gehen wir jetzt nochmal nach da oben. Genau, machen wir das noch schnell. Ich hoffe, dass das direkt klappt beim ersten Anlauf. Meine Güte. Aber ihr habt es gesehen, ne? Diese Zombies. Ja, nicht zu spaßen mit. Und deswegen immer schön die wichtigen Zombies verbrennen. Also jetzt nicht zum Beispiel den Zombie da im ersten Obergeschoss über dem Speisesaal. Weil der wandert nur darum, der macht nicht wirklich was. Nur die Zombies halt in engen Gängen und so. Ja. Damit sie uns nicht überraschen hier. Aber die gingen noch. Also die habe ich mir schlimmer vorgestellt tatsächlich. Aber so, da müssen wir jetzt schnell klicken. Möge, wer dieses Symbol nimmt, Frieden im Tod finden. Der Hausschlüssel. Ja, aber wir haben... Machst du das... Mach das Inventarmenü auf. Pack das da rein. Oh. Boah. Mein Gott, habe ich mich erschreckt. Ich habe jetzt gedacht, wir sterben. Aber das war das Richtige. Es war das Richtige. Oh, vielen Dank. Oh, da klingelt gerade meine Uhr. ja, unsere Kuckucksuhr ist das. Oh, hier kommen wir scheinbar nicht rein. Die Tür ist verschlossen. Ein Helmsymbol ist in das Schloss eingraviert. Okay. Aber wir haben den Rüstungsschlüssel. Prüfen. Da. Eine Rüstung ist darin eingraviert. Das heißt, wir haben jetzt fast alle Türen offen. Und, ja. Hier oben brauchen wir einen Helmschlüssel für. Da haben wir jetzt ordentlich was zu tun in der nächsten Folge. Finde ich aber gut, dass wir hier so weiterkommen. Im Herrenhaus. Mit den zusätzlichen Bereichen hier. Das ist ja wirklich krass. Aber ich find's cool, dass du das hier... Wer versucht da... Ach Gott, jetzt erschreck mich doch nicht so, das ist ein normaler Zombie. Erschreck mich doch nicht so, Junge. Normaler Zombie hier. Ja, der steht nochmal auf gleich. So.
Ich hoffe, haben wir hier... Nein. Kombiniere damit. Wir haben fast keine Munition mehr. War hier unten ein... Das war eine geile Animation. Wie er da durch die Tür gekommen ist. Die sind ja richtig intelligent hier. Ist ja unglaublich. War hier noch ein Kerosinkanister? Ich glaube nicht, ne? Shit. Okay. Alles klar. Dann würde ich aber trotzdem mal vorschlagen, liebe Freunde. Wir haben jetzt den Schwerschlüssel hier drinnen lassen. Dann würde ich einfach mal sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt es gerne weiter den Kanal. Und ja, bis hier weiter geht's hier wieder beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch schon einen schönen Abend und einen schönen Tag. Ne? Tschüss.